Sie kamen gerade zur richtigen Zeit ins Trist der Esslingen. Der Himmel wolkenverhangen und leichter Regen, plötzlich kommen bunte Gestalten ums Eck. Wölfe, Pferde, Füchse und Kätzchen in Menschengröße zogen durch die Innenstadt. Über 120 der fälligen Gestalten versammelten sich am Plinzautor, um Farbe in die Stadt zu bringen. Furry heißt übrigens fällig oder pelzartig und die Menschen, die sich so verkleiden, heißen Furries. Fast wie in einem Fasnitzumzug zogen sie durch die Esslinger Gassen und erfreuten die Menschen. Denn die Tiere sind keineswegs gefährlich, sondern eher anhänglich und kuschelig, wenn man lieb zu ihnen ist. Geduldig stellten sie sich den vielen Fotografen als Fotomeute zur Verfügung oder machten Dutzende Selfies mit Kindern oder Eltern. Immer wieder gab es auch Fragen von Passanten. Allerdings sprechen die meisten Furries nicht Schwäbisch, sondern drücken sich mit Gesten und Mimik aus. Die Kostüme sind wie eine zweite Haut und in vielen steckt auch Technik. So lässt sich der Mund bei vielen Tieren bewegen. Den Zuschauern gefiel's. Alle hatten ihren Spaß mit den Werwölfen und Kuscheltieren. Und schnell war das triste Regenwetter vom Samstag verflogen oder weggekuschelt.